Hallo und willkommen zurück, meine lieben Schäfchen, zu Let's Play Diddy's Conquest mit L. Hallo zusammen. Ja, das wechselt nicht mehr, die Konstellation bleibt, das finde ich auch gut. Wir waren zuletzt im Kremkai, wie ihr seht, haben wir alles geholt. Jetzt geht's ins tiefe Kremland. Eine sehr synthetische, komplexe Welt, wenn man so will. Hier haben wir schon einen Leveltypus, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Ein Wespenstock? Ja. Nennt man so, glaube ich, ne? Wespennest? Ja. Wie auch immer. Und wenn wir hier hochklettern, süß wie Dixie von dem Honig nascht, finden wir unser erstes Bonuslevel. Und etwas Loot natürlich. Das ist ja allgegenwärtig hier. Hier oben. Also erst an diesen Haken bis ganz nach rechts und dann fallen lassen und durch die Öffnung. Und hier haben wir eine sehr widerstandsfähige Truhe. Ich glaube, es ist Kisteception. Es zerbrechen Kisten und da sind noch mehr Kisten drin. Ah, die Matronia-Truhe, ja? Ja. Siehst du, das Holz überall hin lettert, spitze Splitter da sich in die Waben bohren. Und jetzt, wenn wir uns hier links einfach runterfallen lassen, haben wir da direkt unser nächstes Bonuslevel. Ist ja nicht die Möglichkeit. Und hier müssen wir einfach hochklettern. Wandsprung. Ja, mit dem Timing nicht so kompliziert, weil man an dem Honig einfach kleben bleiben kann, ne? Kein Super Metroid. Wenn ihr an dem Honig euch festhaltet, könnt ihr auch nicht einfach daran hinaufklettern, weil das zu klebrig ist. Klebrig ist. Sieht man auch hier bei diesen Flecken auf dem Boden, da könnt ihr auch nicht weiterlaufen, die kleben dort genau, fest. Genau, da müsst ihr dann drüber hopsen. Wenn ihr hier zwei Wände mit Honig habt, könnt ihr da immer von einer Seite zur anderen springen, aber wenn ihr an einer Wand hoch müsst, dann kann das manchmal ein bisschen hakelig sein, ne? Ja, ein bisschen kompliziert sein, aber das war sehr dumm. Warum bin ich da nicht geschwebt? Und das war sehr knapp. Wie hier zum Beispiel, das bedarf eventuell einiger Übung. Aber nicht allzu schwer. Aber ich finde es trotzdem irgendwie recht nervig, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist auch mit so einem Digi-Kreuz dann das noch zu machen. Hm. Hier haben wir wieder Squitter. Die kann erfreulicherweise auf dem Honig einfach laufen. Yay. Wir sehen ja auch schon das Schema von diesen Wespen-Levels. So eine Mischung, man läuft lange zur Seite und dann geht's doch wieder in die Vertikale lange. Hm. So eine Mischung aus einem normalen Level und Schlottermast. Genau. Und man muss hier auch öfter mal die Richtung wechseln. Also nach rechts, dann nach links, dann nach rechts, genau. Dann nach links. Also und nach oben natürlich auch. Nach unten auch manchmal. Ja, das kommt diagonal. Ja auch noch dazu. Überall hin. Ich fühle mich dann immer etwas desorientiert in diesen Levels, obwohl es ja wirklich weiterhin nur einen Weg gibt, wo man lang muss. Ja, tot allen Stachelschwein. Rache! Wenn wir uns jetzt hier runterfallen lassen und dabei nach links drücken, um nicht in das Fass zu gelangen, das uns wieder nach oben schießen würde, das sehen wir gleich. Finden wir hier die Decay-Münze. Und viele Bananen. Und besagtes Fass. Das kann ja auch manchmal in die Hose gehen. Dann ist man dort in dem Fass und wieder hoch und wieder in dem Fass. Oder man an der Kante hängen bleibt dann. Ja. Ja, das kann alles passieren. Das ist sehr spaßig. Ja, diese Passagen, generell das ganze Level, wird durch Squitter natürlich sehr viel einfacher und entspannter. Hier oben rechts haben wir unser nächstes Bonuslevel.
Ich find's witzig, dass Quitter keine Wände hochklettern kann, obwohl das ja gerade das ist, was Spinnen eigentlich können. Ja, das ist wahr. Da habe ich kurz den falschen Knopf gedrückt. Hier wäre es eigentlich besser, optimal, das mit den beiden Schultertasten zu machen. Ich meine, die Zeit reicht auch so? Für so einen Durchgang, aber ich kam da irgendwie aus meiner jahrzehntealten Gewohnheit nicht raus. Da war die Intuition stärker als meine Intelligenz. Oh, der kam aus dem Nix. Das war etwas ungünstig, aber nichts, was uns auffällt, wie wir sehen. unendlicher Fassnachschub, finde ich gut. Hier oben haben wir noch Bananen und können uns die Gegner vom Hals halten. Wenn man jetzt absteigen würde, um das zu holen... Ach, muss man ja nicht, man kann ja mit Squitter in die Luft. Ich wollte fragen, ob sie dann noch da ist, aber man kann ja mit Squitter in die Luft. Genau. Überflüssige Frage. Und hier haben wir das Ende auch schon erreicht und holen uns noch 10 Bananen. Und rappen ein. Zeigen den Singers hier noch, wer der Boss ist, bevor wir gehen. Yep. Schöner Abgang, ne? Tight Diddy. Jetzt kommt ein sehr schönes Level. Wir haben da nämlich so einen funkelnden Eingang, der lichterloh brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit vielen Lichtern. Der brennt nicht. Egal. Einen Freizeitpark haben wir hier nämlich. Mit einer tödlichen Achterbahn. Was sonst würde man auch erwarten in King K. Rools Freizeitpark? Ja, der ist natürlich eher notdürftig gebaut. Ja. Ja, das Prinzip ist ziemlich selbsterklärend wahrscheinlich. Diese Fässer mit dem grünen Haken drauf öffnen die Tore für euch. Wenn ihr diese Fässer verpasst, öffnen sich die Tore nicht. Und sofern ihr beide Kongs habt, geht einer dann flöten. Wenn ihr nur einen habt, heißt es Level vorbei. Die Fässer mit dem roten Kreuz drauf bitte nicht anspringen, weil die Tore nämlich wieder zumachen. Fies. Nicht so fies ist dieses Bonus-Level mit unserem Freund, dem Papageien, der nur semi-gut fliegen kann. Wie gesagt, mit den Kongs unten dran fühlt er sich an wie so ein nasser Sack in der Luft. Ohne Kongs ist er wesentlich leichtfüßiger, leichtflügeliger. Füßig passt ja in dem Fall nicht so ganz. Sie hängen ja an seinen Füßen, also irgendwie schon. Es ist schon angenehmer, ihn zu steuern, wenn man sich in ihn verwandelt. Ich glaube, du wolltest vorhin noch was sagen. Oder? Wenn ja, fällt es mir bestimmt später wieder ein. Oder wir blenden es per Text ein, wenn es uns nicht einfallen sollte. Uns vor allen Dingen dir. Ich kann deine Gedanken ja nicht lesen. Ich? Ich bin nicht Psycho Mantis. Ich wollte gerade schon sagen, leider, aber das ist sehr gut. Hier haben wir die Decay-Münze, wenn wir hochspringen. Und so einen fasswerfenden Verrückten. Genau, dem wir auch folgen müssen, aber wir können ihn leider nicht töten, sondern er tötet sich selbst und wir kommen in ein Bonus-Level. Mit noch mehr tödlichem Achterbahnspaß. Warum nicht? Ja, tödlicher Spaß ist nie alt, der braucht man immer mehr. Im Hintergrund weiter. Feuerwerk ohne Ende. Riesenräder ohne Ende. Ja, das stimmt. Wie viel braucht man überhaupt von dem Zeug? Also, man sollte meinen, ein oder zwei wären genug. Ich glaube, King K. Rool muss da irgendwas kompensieren. Und hier mit runterfallen lassen und hochspringen. Darüber, über diesem Fass, ist sein Leben. Ihr könnt da auch drüber springen, das ist möglich. Ich hab's gelassen, weil ich finde, das Leben ist es nicht wert, zu riskieren, den Sprung zu verkacken. Yeah. Sehr schön, der Rap in Verbindung mit dem Feuerwerk. Stimmt, wir rappen auf einem Festival. Yeah. Brombeergedrängel. Ah. Ja, ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommt. Die beste Musik der Welt. Dornranken bei Nacht. Oder bei Abend, Morgen.
Auf jeden Fall ist der Himmel dunkler. Ja. Und in diesem Level haben wir jetzt keine Fässer, wie in Affen-Action war es, glaube ich. Ja. Sondern wir bewegen uns eigenständig dadurch. Ja, zum Beispiel unbesiegbar, schön durch die Dornen latschen, als wär's nix. Natürlich. Und hier haben wir wieder Squawks. Damit beseitigen wir die Wächter der Sterne. Lasst euch hier ruhig Zeit, um eure Flüge und Aktionen richtig abzupassen. Ihr kommt mit der euch gegebenen Zeit auf jeden Fall gut hin. Ja, wie gesagt, der Timer ist meistens eher da, um euch hektisch zu machen. Mhm. Aber diese Psychospielchen funktionieren nicht. Doch, bei mir schon manchmal. Aber ich kann mittlerweile oft gut dagegen ankämpfen. Ja. Ich bin ganz stolz. Sie funktionieren nicht mehr so gut bei uns. Und hier haben wir wieder Squawks. Ich habe ein Déjà-vu. Mhm. Und der wird uns jetzt mehr oder weniger sicher hier durchbringen. Wenn wir diese Wespe da wegmachen würden, diese Singer, dann hätten wir darunter Bananen, die wir uns holen könnten, aber darauf habe ich jetzt verzichtet. Da wartet ein Crook. Was für alles für Getier lebt in diesem Dornbusch. Ja. Wir können leider auch nicht alles davon ausrotten, denn die roten Singers zum Beispiel kann man nicht ausrotten. Die sind irgendwie ganz krass mutiert. Ja. Hier kommt noch eine Singer angeflogen, passt auf. Die haben die Fähigkeit zu sterben abgestellt. Offensichtlich, ja. Noch mehr Crooks? Das ist die Crux an diesem Level. Wenn wir hier durchspringen und den Rollsprung nicht verkacken, kommen wir ohne Dornen im Hintern hier an Und werden zu Squitter. Fragt euch jetzt vielleicht, wie hätte ich wissen sollen, dass ich da reinspringen kann? Ich kann es euch nicht sagen. Da ist eine einzelne Banane als Indikator dafür, dass man da durch kann, aber unten... Ja. Ja. Rare. Genau. Alle unerklärlichen Phänomene sind rare. Ja. Was wolltest du sagen? Ich denke mal, die haben sich gedacht, ach, wir geben jetzt schon so oft Hinweise, nicht wie im ersten Teil, dass da auch versteckte Gänge sind. Das muss ja auch manchmal. Manchmal muss ja auch einfach gar kein Hinweis da sein. Wo kommen wir denn da sonst hin? Manchmal. Im Vergleich zum ersten Teil schon. Also, da war ja auch eher angesagt, wahllos auf alle Wände Fässer zu schmeißen, bis irgendwann mal ein Geheimgang sich auftut. Ihr solltet nicht so weit nach oben rechts fliegen. Ihr seht, da ist wieder so ein dreckiger Crook. Hakenhändiger Teufel. Mhm. Aber die sterben so schön. Ja. Zum Sterben schön. Gefällt mir, wie die sterben, ja. Die Boys. Hier aufpassen, dass ihr mit den Kongs nicht an die Dornen kommt. Zumindest, wenn es schräg ist. Genau. Hier ist das kein Problem. Ja, da hatten wir ja schon einen Exkurs dazu. Ja, hier einfach durchheizen. Ich war da leider etwas zögerlich. Ah. Ja, da bin ich leider etwas zu weit oben gewesen. Hm. Keine Sorge, ihr müsst euch den Weg dahin jetzt nicht nochmal angucken, weil es nicht derselbe ist. Was? Wenn man nämlich nicht zu Squitter wird, also die Decay-Münze nicht holt, dann hat man einen etwas anderen Weg und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, euch diesen Weg mal zu zeigen. Deswegen kann ich jetzt auch getrost sagen, das war Absicht, dass ich gestorben bin. Natürlich. Das war alles geplant. Das war, lange geplant, von deinem Unterbewusstsein schon. Und hier sind wir dann jetzt wieder. Yay. Ach,
was wir nicht alles tun für die lieben Schäfchen. Zum Beispiel so tun, als würden wir Anubis spielen. Also. Ja, Anubis, das alter Ego von Martin Luther. In Nächten, wenn der Mond voll ist, geschieht eine Wandlung mit mir und aller Skill verschwindet im Äther. So, da sind wir wieder hier. Wieder dieselbe Taktik wie vorhin. Wieder der Sturm der Singers. Hier habe ich jetzt Angst bekommen. Oder Rachegelüste. Und oder Rachegelüste. Ängstliche Rachegelüste. Diddy Kong Rising Revengeance. So. Und hier einfach durchheizen. Und noch ein bisschen Aggression abbauen. Jetzt haben wir als nächstes wieder ein sehr vertrauenerweckendes Achterbahnlevel. Ja. Aber bevor wir die Fahrt antreten, die Albtraumfahrt, wie es da so schön hieß, manövrieren wir uns mit den Partnerwürfen hier hoch und begeben uns da rechts rein und machen alle Gegner fertig offensichtlich. Was immer du sagst, Spiel. Wir sind schön frontal. Ein Geisterfahrer. Warum nicht? Sehr gut. Anders als im wahren Leben hat das hier überhaupt keine Konsequenzen, zumindest nicht für uns. Ja. Und dieses Level hat eigentlich einen besonderen Trick, und zwar, wenn ihr am Anfang nach links gedrückt haltet, dann könnt ihr euch einen Booster zunutze machen, damit ihr schneller seid und die auf den hinteren Rängen auch einfach umfahren könnt, wegfahren, runterfahren könnt, was auch immer. Ich habe das aber wirklich erst vor kurzem rausgefunden, dass es den gibt. Deswegen kann ich das dummerweise besser ohne. Das ist eigentlich weniger intelligent, ich weiß, aber da hat wieder die Intuition gesiegt und wir haben den da etwas früher springen, dann hätte das geklappt, was ich vorgehabt habe. Wir haben den Booster-Durchgang aber ins Omake Cinema gepackt, genau. Um euch den trotzdem mal wow zu zeigen. Ich habe mich da irgendwie durchgefuchst. Wie wir an den Fahnen erkennen sind, könnt, wir steigen in den Rängen auf, das ist genau. Eine Art Wettrennen. Danke, dass du es erwähnst, ich habe jetzt so lange gelabert. Ja. Und bei den Ausrufezeichen, die kündigen euch an, gleich kommt ein Sprung und bei diesen Pfeilen werdet ihr schneller. Mhm. So. Das ist gar nicht so dumm. Ich meine, man kann irgendwann nicht mehr aus seinem Muskelgedächtnis raus und es gibt ja auch Leute, die behaupten, das geht gar nicht, Erster zu werden und die Decay-Münze zu erreichen ohne Booster. Ihr habt jetzt das Gegenteil gesehen. Also es ist sehr knapp, aber es geht. Ich habe das, wie gesagt, sehr lange immer so gemacht und ihr müsst nicht Erster werden, um das Level erfolgreich abzuschließen, aber ihr müsst Erster werden, um die Decay-Münze zu bekommen. So sieht's nämlich aus. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht und gehen runter. KI hier. Ja, ich weiß auch nicht, was das einem sagen soll. Es fehlt noch die KI für diese Attraktion. Das ist ein Metal Gear bestimmt. Dieser riesige Kremling. Da waren zwei riesige Kremlings. Oh nein, sie haben Metal Gears gebaut. So, hier haben wir noch ein wunderschönes Sumpflevel. Ich freue mich wahnsinnig. Oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen gerade. Ja? Ich habe vergessen zu erwähnen, wie toll die Musik ist bei den Achterbahnlevels. Das ist wahr. Fällt mir nämlich gerade ein, weil die Musik hier auch so wunderbar ist. Hier haben wir gerade so ein merkwürdiges, violettes Vieh gesehen. Ja, so das blau, hier. Oder? Wie so Sonic. Oder blau, ja. Die kann man umgehen, indem man das macht. Einfach immer wieder über sie hinwegspringt. Wenn ihr in sie reinspringt oder sie euch packen, dann bekommt ihr
nicht immer Schaden. Ihr bekommt nur Schaden, wenn euch der Schwanz oder die Schwänze treffen. Ansonsten umarmen sie euch einfach ganz doll und schmeißen euch irgendwo hin. Ja. Und man hat nicht wirklich Einfluss darauf, wohin man geschleudert wird. Das ist die Krux daran. Davon bekommt ihr zwar keinen Schaden, aber sie können euch in Gegner oder sonst was reinschmeißen. Mann, sind hier viele Geier. So, also macht's am besten so. Spielt der, der mit dem Power 9 Schwanz tanzt. Hier könntet ihr den zum Beispiel auch benutzen, wenn ihr keinen Partner hättet, um da reinzukommen, aber braucht so ist schon es besser. Glück, ja, wenn man das so machen möchte. Wenn die euch schmeißen, könnt ihr aber immer noch manövrieren, indem ihr in eine Richtung drückt. Ja, aber halt erst nachdem sie euch in eine gewisse Richtung geschmissen haben. Hier müssen wir alle Sterne einsammeln. Auch hier wieder nicht hektisch werden. Das ist mir schon oft genug passiert. Seid schlauer als ich. Nicht den Partner in den Sumpf schmeißen. Der würde aber dann einfach wieder zurückkommen. Zumindest im normalen Level. Ich weiß nicht, wie das im Bonus-Level wäre. Auch wenn du den in die Lava schmeißt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. In Video 2. Das ist ganz interessant. Dann nicht euch selbst in den Sumpf schmeißen. Noch mehr Geier, meine Güte. Ich glaube, der Sumpf hier ist auch dunkler als die in Welt 3, oder? Der Hintergrund ist nicht so grün, sondern mehr grau, schwarz, violett, ja. Aber immer noch so ein leichtes Licht in der Ferne. Ja, herrlich. Ja. Hier haben wir eine Kanone, die uns in ein Bonuslevel befördert. In den Himmel. Das ist leider nicht Twilight Princess. Obwohl, das war ja nicht der Himmel, sondern Kumula. Kumula war ganz sicher nicht der Himmel. Kumula war aber im Himmel. Ja. Offensichtlich ist im Himmel über dem Moor des Schreckens noch mehr Moor des Schreckens bei Didi's Conquest. Dieses Geräusch. Noch mehr witzige Geräusche. Hier müsst ihr etwas warten, auch wenn das Geräusch schon da ist. Ich spreche aus Erfahrung, wie ihr später auch sehen werdet. Ja. Wieder ein Beispiel dafür. Bloß nicht hektisch werden. Hier ein bisschen beeilen. Ja, das hat jetzt sehr gut gepasst, ne? Genau, so ist halt das Spiel. Das erwartet einmal das eine und einmal das andere. Oh. Folgt den Fässern. Das war überhaupt nicht artistisch. Und hier am Ende haben wir die Decay-Münze. Da müsst ihr das logischerweise abpassen. Ja. Sehr schön, ne? Dass man zum einen diese Abfolge hat und zum anderen aber so ein etwas schweres Timing, dadurch, dass man erst vom Fass auf die Scheibe springt. Aber ihr seht, es geht. Ihr müsst auch B gedrückt halten, damit ihr hoch genug springt, wenn ihr vom Fass abkommt. Ah ja, sonst löst man nicht richtig aus. Genau. Wir sehen offensichtlich Rambi bald wieder. Ja, Rambis Donnergetöse. Ein sehr passender Name für die letzten Minuten. Also wieder ein Wespennest-Level. Ich gedacht, das wäre vielleicht gerade noch so weit genug weg. Nein. Also, die Singer konnte ich gerade so noch strechen. Also strechen? Strechen, ja. Niederstrechen? Ja. Diese Passagen sind natürlich besonders toll, wenn Singers immer wieder genau im Weg rumfliegen. Ja. Hier gut, haben was haben die denn sonst im Leben zu tun, außer im Weg rumzufliegen? Hier sieht man nicht so wirklich, wo man landet. Nicht so richtig, ne? Einfach ein bisschen rumprobieren. Ja, unten sind ja, glaube ich, aber auch Haken, die einen auffangen, ne? Ja, das ist wahr. So nett waren sie dann doch noch. Ausnahmsweise. Die Sadisten bei Rare. Hier oben haben wir
noch einen Haken und diese Passage ist etwas knifflig. Ihr seht wahrscheinlich schon, wieso. Denn da ist jetzt nämlich kein Haken mehr. Diese Vorsprünge. Der arme Diddy fällt immer wieder runter. Dieser Vorsprung ist echt nervig. Ah. So, jetzt hab ich's. Und hier oben haben wir ein Bonuslevel. Finden wir also wieder einmal eine Münze. Ich finde ja gerne Münzen. Wen wundert's? Und das ist Nummer 47. 75 gibt's insgesamt. Da kommt also noch einiges. Ein aber bisschen. Auch nicht mehr zu viel. Ja, über die Hälfte schon. Gut, dass ich da Dixie hatte. Die hat jetzt ein bisschen Pelz weniger am Hintern. Hier noch nicht durch die Öffnung gehen, sondern hier hoch an unsichtbaren Haken hinaufklettern und euch hier die Decay-Münze schnappen. Also eins muss man denen lassen, die wissen, wie man Sachen versteckt. Wir müssen jetzt auch wieder drüber klettern, denn man kann aus irgendwelchen Gründen einfach nicht von rechts reingehen. Genau. Yeah, wir verwandeln uns in ein wunderschönes Nashorn. Mhm. Ich dachte, Evolution funktioniert anders, aber gut. Naja, wir haben uns jetzt anders... Ja, davon bekommt ihr Schaden und Remy macht ein sehr witziges Geräusch. Wir haben uns jetzt an die neue Umgebung angepasst. Ja. Also ist es schon irgendwo ein bisschen Evolution vielleicht? Ja, angepasst auf jeden Fall. Endlich keine... Oh, wer ist das denn? Den werden wir noch genauer kennenlernen. Ungewollt. Ja. Ich wollte noch ein bisschen ihn provozieren. Du wolltest doch gucken, ob du auch die Roten endlich umbringen kannst. Ah, diese Musik hier. Diese Passage. Diese Passage, die hat mich als Kind so mitgenommen. Allein schon diese Musik. Ich bin da als kleines Kind immer so in Panik geraten. So, geratet hier nicht in Panik, sondern macht diesen Weg in der Wand auf, der euch zu einem Bonuslevel führt. Jetzt könnt ihr erstmal zur Beruhigung nochmal ein paar Leute über den Weg rennen. Weg mit den ganzen Leuten. Ja, da in Panik zu geraten mit der Musik und so einem riesigen Singer. Ich verstehe schon, woher das kommt. Einige von euch werden sich vielleicht auch an die riesige Singer aus dem Teil davor, also aus Donkey Kong Country, erinnern. Das schwerste vom ganzen Level. Queen Bee? Queen Bee war da nämlich ein Endgegner, ganz genau. Und jetzt... Stacheldrama. Kommt im Stacheldrama ihr Witwer. Genau, der sich für den Tod seiner Frau an uns rächen will, obwohl Dixie eigentlich gar nichts damit zu tun hatte. Und bei diesem Kampf kann ich euch grundsätzlich empfehlen, ihr müsst ja den roten Stachel, diesen blinkenden Stachel, treffen von King Sing. Und hier kann ich euch empfehlen, von unten dran zu fliegen. Und nicht von oben. Ja. Das mache ich hier auch meistens, denn das ist etwas sicherer. Zumal King Sing auch immer schneller wird, je öfter ihr ihn trefft. Wenn ihr ihn zweimal getroffen habt, dann schießt er diese Stacheln ab. Dann müsst ihr dann ein bisschen ausweichen, das ist aber nicht allzu schwer. Das wird aber auch noch schneller. Ja, deswegen im Allgemeinen ist es leichter, eben, weil man ja ihn von unten treffen muss, einfach seinem Weg zu folgen, wenn er wieder hochfliegt. Weil ansonsten fliegt er hoch und ihr runter, dann habt ihr natürlich noch mehr Gelegenheit, in ihn reinzufliegen, aus Versehen. Ich kann mich noch erinnern, dieser Boss hat für mich auch eine besondere Bedeutung, weil ich als Kind hier zum ersten Mal hängen geblieben bin in dem Spiel tatsächlich. Den habe ich lange, lange nicht geschafft. So, wow. Jetzt hat er sich aufgelöst in 4 Singers, in 5 Singers. Wenn wir die 4 um ihn rum erledigt haben, dann bleibt nur noch er und ihn müssen wir jetzt 3-mal treffen. Und dann ist er weg vom Fenster. Und während er so dramatisch zu Boden sinkt, sagen wir, ja, das war der Level, war ja schließlich auch der Boss. Ja, wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt euch nächstes Mal auf die Düsterschlucht freuen. Die ist toll, die ist richtig, richtig toll. Ja, danke Ellie, dass du immer so schön dieses Spiel spielst.
Ja, danke an Martin Luther, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank auch an euch, unsere Schäfchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie versprochen, hier nochmal der Durchgang mit Booster. Am Anfang, wie gesagt, nach links gedrückt halten. Dann seid ihr schneller und könnt die Fahrer, die auf den hinteren Rängen sind, auch wie bereits gesagt, einfach runterschubsen. Da ihr so schnell seid, müsst ihr dann nur ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht versehentlich von den Schienen abkommt, durch gewisse Lücken, die sich da auftun. Auch immer so gucken, so, oh Gott, sie kommen näher. Ah. Ah, hilf mir, Carol. Ja, da hat man jetzt ein bisschen mehr Abstand. Ja. Aber eigentlich ist ja sogar deine Methode dann noch spannender. Ja, aber auch weniger intelligent, das muss man einfach mal so sagen. Ich sag nichts dazu. Hallo Kongs, ich habe einige tolle Preise in meiner Goldgrube. Wollt ihr sie gewinnen? Nee. Nein. Quatsch. So ein Scheiß machen wir nicht. Wie lautet der Name dieser Welt? Kroko-Freaks. Das ist der Stab um King K. Rool. Ja, genau, seine Freaks, die Crockhound. Welche Farbe hat euer Freund, der Papagei? Welche Farbe hat Behinderung? Die Flagge der Behinderung ist rot, gelb, grün. So, er hat noch eine Frage auf Lager, und zwar: Wie heißt die Firma, die dieses Spiel und Donkey Kong Country entwickelt hat? Rail. Ganz eindeutig Rave. Aber wir probieren trotzdem mal die, hinter deren Namen / Nintendo steht. Das Kratzi-Quiz. Wie heißt das erste Wespennest-Level auf der Insel? Wespenhorror wäre sehr passend. Ja. Der neue Ableger von Arkham Horror. Genau, die neueste Erweiterung. Cthulhuide Killerwespen. Wie heißt die alte Kong-Frau, die die Kong-Schule leitet? An dieser Stelle ein lieber Gruß an Susi. Hi, hallo Susi. Die richtige Antwort ist trotzdem Brinkley. Welches dieser Objekte kann man in Clubbers Kiosk nicht finden? Eine Aktzeichnung von King K. Rool. Zum Glück. Ja, die versteckt er, wenn Besuch kommt. Baboon Booty. Toller Name. Wie heißt euer Freund, die Schlange? Freund? Slivers. Die gehört jetzt zu Slytherin. Ganz eindeutig Slivers. Mhm. Welche Farbe hat die Weste, die Cranky Kong im Affenmuseum trägt? Welche Farbe hat Linkskleidung? Richtig. Grün. Welchen Gegner seht ihr in dieser Welt zuallererst? Der Power 9 Schwanz. Im Englischen toller, ne? Viel cooler, Caddo Nine Tails. Die Frage ist auch etwas missverständlich gestellt. Mhm. Es geht nämlich nicht darum, welchen Gegner man als erstes sieht, sondern welcher Gegner hier in dieser Welt, in Welt 4, sein Debüt hat. Jupp.
Keine Sorge, ihr müsst euch den Weg dahin jetzt nicht nochmal angucken, weil es nicht derselbe ist. Was? Boah.